Scheiße aus ihm raus. Alter. So holt man also Geister aus ihm. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Oh ja, oh ja, oh ja. Ah, das müssen sie sein. Wird aber auch Zeit. Hallo, Ed und Luanne Warren. Wir jagen Geister und schnüffeln Kleister. Wir sprechen mit Toten und riechen wie Kojoten. Wo genau? Das ist aber dann schön, Alter. So ein Deo macht's bestimmt wieder besser. Oder war es Toten-Kojoten-Spray-Deo? Wo liegt das Problem? Wo verstecken sich diese verfickten Gespenster? Gut, dass sie da sind. Wir bekommen seit Wochen kein Auge mehr zu. Keine Sorge, wir sind zwei absolute Vollprofis. Solange sie zahlungsfähig sind, gibt es für sie ab jetzt nichts mehr zu befürchten. Okay, komm. Wenn jemand zahlt, ja, dann wäre ich auch Vollprofi, wenn mich die ganze Zeit jemand bezahlt. Egal in welchem Fach. Kommen Sie mit. Ich glaube, mein Sohn ist vom Teufel besessen. Oh, naja, doch. Hier, das ist der. Das ist besessen? Das ist ja Zombifiziert. Oh, Alter, ich heiße es ein Wort, Mann. Hat schon seit Tagen so rum. Sieht doch relativ gesund aus, der Kleine. Ja, ja, der ist eindeutig sehr gesund. Ich meine, die Zähne, okay, aber sonst ist alles... Der sieht doch nicht gesund. Wie kann man einen Geist mit einem Zombie verwechseln? Sieht aus. Na schön, da geht... Ja gut, man könnte ja klar denken, dass in Zombies Geister eingefahren sind. Ich denke mal, wenn das im Mittelalter passiert wäre, hätten sie Zombies bestimmt wie Hexen verbrannt. Gehen Sie bitte zur Seite. Wir werden jetzt einen Exorzismus an ihm durchführen. Oh, na, da. Na gut. Lucifer, im Namen Jesu Christi, verlasse diesen Körper oder du wirst den Zorn Gottes spüren. Alles geht. Oha. Du heilige Scheiße, das funktioniert ja wirklich. Nein. Beste Geisterjäger ever, Alter. So verwundert, dass das klappt. Nein, das ist normal. Wir wohnen hier neben der S-Bahn. Oh, ach, so. Mann, das ist doch scheiße. Was ist das für eine S-Bahn, Alter? Haben Sie sowas schon mal gemacht? Aber natürlich. Ja gut, man kennt es ja aus New York, ne? Die fahren da oben drüber direkt über die Häuser. Das muss doch rumpeln und bumpeln in den Haus, Alter. Oh, ich würde da nicht wohnen wollen. Vor allem, wenn du da aus dem Fenster guckst und das Ding mit 390 an dir vorbeiradert. Ich darf doch wohl bitten, wollen Sie uns etwa beleidigen? Nein, aber Sie wirken leicht unbeholfen. Ach was, der Bengel ist einfach immun gegen diese Therapiemaßnahme. Das ist zwar ungewöhnlich, kommt aber hin und wieder vor. In so einem Fall gibt es nur noch eine Möglichkeit. Okay. Wir prügeln die Scheiße aus ihm raus. Alter! So holt man also Geister aus jemandem raus? Na, da weiß ich Bescheid, wenn ich irgendwo mal Menschen mit einem Geist drin sehe. Bei dieses unschuldigen Kindes! Ist doch noch so jung! Hey, aufhören, Sie bringen ihn doch um! Der ist doch eh schon tot, ist ein Zombie, der lebt! Es funktioniert? Sieht so aus, Liebling. Sehen Sie? Wir haben doch gesagt, wir sind Vollprofis. Sie haben ihn Vollprofis und verprügeln, Alter! Bewusstlos geprügelt! Das müssen wir leider extra berechnen. Die schlagen einen Zombie halb tot, was ja eigentlich an sich nicht schlecht ist, und berechnen das noch extra! Was ja eigentlich an sich nicht schlecht ist. Gutes Geschäftsmodell. Ist das wieder die S-Bahn? Nein, ich glaube, das kommt aus dem Keller. Dann ist der Dämon noch im Haus. Komm mit, Schatz. Kaum zu glauben, wie viel Müll hier unten rumsteht. Ich hab doch gleich gesagt, das sind Asoziale. Ja, das ist nun mal ein Keller. Was erwartest du von einem Keller? Partyraum? Na gut, gibt's ja wirklich. So wie die Alte gestunken hat, auf jeden Fall. Egal, den nehmen wir aus wie eine Forelle. Stopp, warte, Lorraine. Ich spüre eine Präsenz. Oh, oh. Hä? Jens Spahn? Ich glaube. Ja, was so? Die ganze Keller eingesperrt lassen. Das ist das Beste, was du für Deutschland tun kannst. Scheißt. Was machen Sie denn hier? Ich wollte mich nur mal umsehen. Ja, genau. Sie haben sich bestimmt an der Nudel rumgespielt. Was? Ich glaube, das macht der Jan, Alter. Nein. Los jetzt, raus aus dem Schrank, Sie Perversling. Oh Mann, ist der wohl nicht zu fassen. Oh, so ein Mama. Ekel. Sie sollten sich was schämen. Ja. Was war das? Das war bestimmt der Dämon. Komm sofort raus, Diener des Teufels. Wo versteckst du dich? Oh, was? Oha. Oh, jetzt wird ich aber ganz schnell ganz weit wegrennen, ohne zurückzukommen. Willkommen in der Hölle. Ach du liebe Zeit. Nee, ist nur ein Keller. Meine Augen. Bissigen Teufel mit Pfefferspray. Alles der Guten sind Dämon, aber trotzdem. Was ist das für ein Dämon, Mann? Der lässt sich mit Pfefferspray einpfeffern. Und mit einem Taser im Rücken, Alter. Wirbelsäule so durchgetasert. Uns pisst keiner ans Bein, kapiert? Das sind gar nicht mal so schlechte Geisterjäger. Und was machen wir als nächstes? Na was wohl? Wir fackeln die Hütte ab, falls sich hier noch mehr von der Sorte verstecken. Gute Idee, Liebling. Und dann wollen die dafür auch noch Kohle, dass sie deine Hütte niederfackeln? Na, ich würde mir Gedanken machen, Alter. Wieso kommt da Rauch aus meinem Keller? Tolle Neuigkeiten. Wir haben das Dämonenpack ein für alle Mal aus ihren Räumlichkeiten vertrieben. Das ist und dann verbrennen sie trotzdem noch die Bude. Das macht null Sinn. Gut, aber was ist jetzt mit dem Rauch? Die abschließenden Details besprechen Sie bitte mit meiner Frau. Okay. So, dann vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Das ist die Rechnung. Bezahlen Sie bitte innerhalb von 10 Werktagen. Um Himmels Willen, 5.000 Euro? Wofür das denn?
5000 Helmut-Dollar fürs Haus niederbrennen, Alter. Das sind unsere üblichen Konditionen. Aber sie haben mein Haus in Brand gesteckt und meinen Sohn bewusstlos geprügelt. Reine Routinemaßnahmen. Was? Das sind Routinemaßnahmen? Was sind dann erst die echten Geisterjägermaßnahmen? Zahlen Sie pünktlich oder Sie hören von unserem Anwalt. Hey, warten Sie. Und rufen Sie lieber die Feuerwehr. Dann sind doch die Dämonen hochgerettet. Ihr wolltet doch das Haus niederbrennen wegen den Dämonen. Und dann sagt die, der sollte Feuerwehr rufen. Das macht alles null Sinn. Oder die, keine Ahnung. Das ist doch geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan, abonniert. Die Sinne verabschiede mich und bin damit auf.